Ja, meine lieben Freunde, nun sind wir schon wieder, aller guten Dinge sind drei, aber nicht die letzte, zur dritten Nachrichtensendung von Gottschalks Nachrichten. Nachrichten anders und aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Aus aktuellem Grund müssen wir natürlich auch in unserer Nachrichtensendung auf die Ereignisse in der Ukraine und um die Ukraine herum eingehen. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, und deswegen trage ich heute diese gelbe Schleife, die wir getragen haben, als die Katalonen eine Unabhängigkeit und nach wie vor eine Unabhängigkeit vom spanischen Zentralstaat anstrebten. Und wir als Partei, wir aber auch und ich als Mensch und wir als Nachrichtenkanal sind für die Selbstbestimmung. Und wenn sich in demokratischen Prozessen und Abstimmungen Menschen von einem Zentralstaat lösen möchten, so ist das durchaus legitim zu betrachten, sofern das friedlich abgeht. In der Ukraine können wir aber nur eine Position einnehmen, die für mich eine Neutralität zum Ausdruck bringt. Alle Kriegsparteien müssen mit sofortiger Wirkung an den Verhandlungstisch zurück. Sie müssen Verhandlungen aus meiner Sicht entsprechend in Genf führen und dann muss man realpolitisch sehen, was machbar ist. Eine Idee, und die würde ich hier ins Spiel bringen wollen, ist die Neutralität, ähnlich wie sie Österreich entsprechend verkörpert, als Mitglied der EU, aber eben auch als neutraler Staat. Und auch da kann keiner sagen, dass die Österreicher mit dieser Lösung schlecht gefahren seien. Also ich glaube, wir müssen neue Sicherheitsmuster, neue Sicherheitsarchitekturen und neue Dinge für das 21., aber auch kommende 22. Jahrhundert denken. Die alten Denkschemata in Ost-West und im Kalten Krieg oder in Amerika sind längst aufgelöst. Wir haben auch keine bipolare Welt mehr. Da spielt auch Russland nur noch übrigens, das sei an Herrn Putin adressiert, eine untergeordnete Rolle. Denn wir haben China, wir haben sicherlich eine weitere Großmacht, die aufkommt mit Indien. Und das Zeitalter, das die Vereinigten Staaten und Russland vorgeben, wo die Welt hinzugehen hat, das ist vorbei. Auch das muss dem Kreml gesagt sein und das muss er realisieren. Insoweit bitte im Sinne der Menschen, die jetzt gerade sterben, im Sinne dessen, was auch zu Lasten Russlands Image gerade passiert, kehrt alle an den Verhandlungstisch zurück, lasst die Waffen schweigen, findet eine Lösung auch für die nach Autonomie strebenden Gebiete im Osten der Ukraine, der Donbass oder das Donbass sei hier an der Stelle genannt, und mögen die Waffen sehr schnell schweigen, und das als Botschaft hier vorneweg, liebe Freunde. Ich denke, das bewegt uns alle. In diesem Zusammenhang seien die narzisstischen Geltungsbedürfnisse des Herrn Professor Dr. von und zu Lauterbach genannt, denn der diagnostizierte bei Putin Narzissmus, schrieb der Spiegel. Nun ja, dass Lauterbachs Diagnosen am öfteren daneben liegen, das kennen wir bereits. Ich glaube, jedem Arzt, und so habe ich das auch gelernt, verbietet sich die Ferndiagnose. Zunächst mal schaut man sich den Patienten genau an, bevor man eine Diagnose schreibt. Aber ähnlich verhält er sich auch in der Corona-Krise, von nichts eine Ahnung anscheinend und davon sehr viel. Denn der verantwortliche Gesundheitsminister hat nochmals dem russischen Präsidenten dafür verantwortlich gemacht, dass die angestrebte Impfpflicht jetzt ins Stocken gerät. Man braucht aus linker Weltsicht, glaube ich, nun entschuldigen, so scheint es. Man habe gerade ganz andere Probleme wie die Corona-Pandemie und dem Klimawandel. Und ich habe geschrieben, wenn ein Minister so einen Quatsch schreibt, ja, und einen Krieg, den wir jetzt vor der Haustür haben, nachrangig sieht zu einer Corona-Pandemie oder einem Klimawandel, dann ist ihm nicht mehr zu helfen, dann hat er eigentlich zurückzutreten. Das mal als offenes Wort adressiert. Putin gefährde also Menschen in einer Situation, wo wir mitten in der Pandemie sind. Ein linkes Weltbild und zeigt, glaube ich, auch den völlig verrückten, im wahrsten Sinne des Wortes, verrückten Maßstab linker Politiker, die wir so schnell wie möglich abwählen, aber auch ablösen müssen. Wählt und vor allen Dingen straft die linken Träumer ab an dieser Stelle. Der Sozialdemokrat scheint nicht mitzubekommen, dass unsere europäischen Nachbarn nämlich längst die Corona-Krise und die Pandemie anders abwickeln und mit anderen Augen sehen. Und ich war gestern in den Niederlanden, ich war in der letzten Woche in Österreich. Dort lebt man wieder. Ich sitze hier und lebe, obwohl ich gestern ohne Maske in niederländischen Geschäften eingekauft habe. Keine Corona-Impfpässe vorzeigen musste. Und in Österreich ähnlich. Dort wird bei unseren Nachbarn wieder normal gelebt. Und ich glaube, das wird für Deutschland auch Zeit. Es lebe der Freiheitstag, der auch für Deutschland, Freedom Day, kommen muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Herr Lauterbach ist für mich disqualifiziert. Und zu dem narzisstischen Geltungsbedürfnis des Herrn Lauterbach, aber generell zu unserer sogenannten Covid-Krise,
Jetzt ein Gastkommentar meines geschätzten Freundes und Parteikollegen Martin Vinzenz, seines Zeichens auch frisch gebackener Landesvorsitzender der AfD NRW. Bitte schön, Martin. Nun kommt sie also doch. Am 17. März soll die Debatte über die allgemeine Impfpflicht im Deutschen Bundestag stattfinden. Damit wäre Deutschland das einzige Land in der Europäischen Union, wo eine Impfpflicht ab 18 gelten würde. Selbst Länder wie Österreich rudern mittlerweile zurück und Tschechien, das eine Impfpflicht geplant hatte, hat dieses auch wieder eingestellt. Damit stünde Deutschland in einer Reihe von Ländern wie Tadschikistan oder Ecuador, wo es diese Impfpflichten für die Bevölkerung gibt. Allerdings international betrachtet in der westlichen Welt wäre es ein absoluter Außenseiter. Und warum auch? Die wissenschaftlichen Fakten sprechen mittlerweile völlig dagegen. Selbst das RKI hat mittlerweile von seiner Homepage genommen, dass durch die Impfung ein Fremdschutz besteht. Es gibt keine sterile Immunität durch diese Impfung. Das bedeutet, wenn Sie sich impfen lassen, können Sie nach sehr kurzer Zeit wieder andere anstecken, obwohl Sie selbst vielleicht vor einem schweren Verlauf geschützt sein mögen. Aber auch das eben nur für eine sehr begrenzte Zeit. Das bahnbrechende Argument also derjenigen, die eine Impfpflicht befürworten, sie würden sich damit eben nicht nur selbst etwas Gutes tun, sondern eben auch anderen, indem zum Beispiel die Krankenschwester im Krankenhaus ihre vielleicht immungeschwächten Patienten nicht anstecken könnte oder sie zu Hause ihre Mutter oder Großmutter nicht, das ist längst wissenschaftlich nicht mehr Realität. Und trotzdem, die Befürworter der Impfpflicht halten genau an diesen Argumenten fest, obwohl sie längst überholt sind und nicht mehr gelten. Lauterbach fantasiert mittlerweile selbst von einer Sommerwelle, bei einer Erkrankung übrigens, die in ihren Erkrankungsstärke und in der Fallsterblichkeit weniger schlimm ist als die Grippewellen der letzten 20 Jahre im Durchschnitt. Wir führen also eine Impfpflicht ein gegen eine Erkrankung, wo es viele Beispiele gibt von Erkrankungen, die eine deutlich höhere Tödlichkeit haben, übrigens auch bei Kindern. Gerade die Grippe ist gerade bei Kindern gefährlicher als die Corona-Pandemie. Und gerade dort, die Kinder leiden am meisten unter den Einschränkungen. In vielen Schulen, Kitas etc. gibt es immer noch keinen richtigen Regelbetrieb. Dort werden Masken und Tests weiterhin noch durchgeführt. Das muss dringend aufhören. Gerade wenn man sich betrachtet, was für ein Risiko für Kinder besteht oder für junge Erwachsene, dann ist eine Impfpflicht schon lange nicht mehr verhältnismäßig. Nicht für 18-Jährige, nicht für 19-Jährige, nicht für 50-Jährige. Jeder sollte selbst darüber entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Die AfD ist mittlerweile die einzige Partei, die für diese Freiheit wirklich einsteht. Jüngst war zu lesen Merkels bröckelndes Vermächtnis. Ein treffenden Artikel hätte es aus meiner Sicht fast nicht geben können. Er kommt nur 16 Jahre zu spät. Zumindest interessant fand ich nämlich die Schlagzeile: Nun erkennt die Generation Merkel ihren pazifistischen Irrtum, schrieb eine junge Redakteurin namens Luisa Hofmeier, nicht Neubauer, in der Welt und meint wohl die Lebenslüge einer ganzen Generation, die es sich allzu bequem gemacht hat, im Speckmantel des Erwirtschafteten der Nachkriegsgeneration zwischen Handys, SUVs und irgendwelchen Friday for Futures Demonstrationen. Und dabei mögliche Schwankungen offenbar einfach ausgeblendet hat. Man könnte auch sagen, was geschieht in der Nachbarschaft. Da muss ich vehement widersprechen und sagen, sogar Irrtum, liebe Welt, die Grünen, die SPD und alle Medien, auch ihr, liebe Freunde, die es schreibt, seid daran schuldig. Denn ihr habt das bereitwillig flankiert begleitet. Und dazu zählt die Welt, die FAZ, der Spiegel, ARD, ZDF und wie ihr alle heißt. Ihr seid genauso als vierte Macht im Staate dafür verantwortlich, was wir jetzt gerade sehen. Einen desolaten Zustand der Bundeswehr, ein desolates und gestörtes Verhältnis zu deutschen Interessen und vor allen Dingen ein desolates Verhältnis dazu, wie bringe ich denn meine politischen Ziele überhaupt in eine gewisse Rangfolge. Ich wage sogar zu prophezeien in diesem Zusammenhang, die gleiche Bruchlandung wird es, und auch das zeigt ja gerade die Inflation, ein beliebtes Thema, die wird es mit dem Euro geben. Und am Ende die gleichen Befürworter von FAZ, Handelsblatt und ARD und ZDF werden es dann wie immer 16 Jahre später besser gewusst haben. Darauf kann ich im Übrigen auch verzichten. Und eins ist, und da freue ich mich am meisten drüber, ad absurdum geführt worden und bewiesen worden, der dämliche Spruch, der in Teilen immer noch von der SPD und den Linken und den Grünen verwendet wird, Frieden schaffen ohne Waffe, der ist Makulatur und ist als das, was er schon immer war, entlarvt worden. Falsch, denn nur eine wehrhafte Demokratie, und dazu gehört auch eine Bundeswehr und Waffen, die kann sich im Zweifelsfall verteidigen und wird im Zweifelsfall vielleicht auch im Kreml und in Washington ernst genommen. Frieren für Deutschland. Die Bundeswehr führt in Litauen auf dem Militärstützpunkt Rukla, seit 2017 eine NATO-Einheit an zur Abschreckung Russlands mit 1200 Soldaten. Laut der Wehrbeauftragten Eva Högel, immerhin, sie hat richtig Ahnung, fehlen der Bundeswehr dort dicke Jacken und Unterwäsche. Ist ja auch relativ warm, ist am Mittelmeer. Die Soldaten hätten keinen ausreichenden Kälte- und Nässeschutz. Man muss sich das mal vorstellen. Diese Nachricht allein lässt einen sprachlos zurück. Aber schauen wir uns das mal etwas näher an.
Sie sagt, die Ausstattung sei reserviert für die schnelle Eingreiftruppe der NATO. Dies sei ein Skandal, der schon ihre Vorgänger beschäftigt hätte. Dass auch in Afghanistan, ebenso in Mali und Niger, die Soldaten nicht alles hatten, was sie brauchten, ist ein Armutszeugnis allererster Güte. Was ist nun aus der Bundeswehr oder was ist aus ihr geworden? In unbeschreiblicher Art und Weise wurde sie kaputtgespart. In der GroKo fehlt es nicht zuletzt auch einer halbwegs zufriedenstellenden Einsatztauglichkeit. Meine Damen und Herren, die Friedensdividende war nie eine Friedensdividende. Und wenn es sie je gab, dann ist sie jetzt sicherlich aufgezehrt. Alfon Mais, seines Zeichens der 21. Inspekteur des Heeres, beklagt öffentlich, dass man mehr oder weniger blank, das muss man sich mal überlegen, dasteht. Die Optionen, die wir in der Politik zur Unterstützung anbieten können, sind extrem limitiert, sagte der Generalleutnant resigniert und weist darauf hin, dass der verfassungsmäßige Auftrag und die Bündnisverpflichtung derzeit nicht mit Aussicht auf Erfolg umgesetzt werden können. Auch hier die Frage, hätte man das nicht schon 10 Jahre früher auch äußern müssen? Menschen mit Rückgrat hätten vor 10 Jahren eben entsprechend schon an dieser Stelle etwas sagen müssen. BA-Bilanz. Nach 2 Jahren Pandemie ist diese BA-Bilanz erschütternd. Die Bundesagentur für Arbeit hat nun erstmals die Gesamtkosten der Zahlung für das Kurzarbeitergeld berechnet. Die zig Milliarden Rücklage der Agentur sei aufgebraucht. Die Corona-Kurzarbeit kostet 46 Milliarden, hieß es aus der sozialdemokratisch geführten Nürnberger Behörde. So sehen aus unserer und meiner Sicht geframte Nachrichten aus. Natürlich können wir diese Nachricht sofort entlarven. Die Beitragszahler sind nämlich Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Sie zahlen ein, nicht die BA als Dienstleister und Verteiler. Auch ein linkes Weltbild, nehmen das Geld den Menschen weg und wir verteilen es und dann sind die Menschen dir noch dankbar. Dass es vorher ihr Geld gewesen ist, wird allzu leicht vergessen. Auch da müssen wir die Menschen immer wieder jeden Tag darauf aufmerksam machen. Ausgegeben ist dann natürlich kein Problem mehr. Viel Geld wird in Qualifizierungsmaßnahmen für Migranten gepumpt, für Basisschulungen, die nicht selten bereits nach wenigen Stunden von den überforderten Teilnehmern verlassen und fortan mit Missachtung gestraft werden. So gesehen, meine Damen und Herren, macht diese Nachricht dann natürlich doch durchaus Sinn. Dass Agenturchef Scheele, übrigens auch Sozialdemokrat und Sozialsenator, mal im Hamburger Senat unter wem wohl unserem großen Bundeskanzler Scholz, das Defizit der Bundesagentur zum Jahresende oberhalb einer Summe von 1 Milliarde Euro einschätzt, ist somit nur Konsequenz angesichts einer klaffenden Lücke von 1,3 Milliarden im Haushalt für 2022. Sozen und Geld, zwei Welten treffen sich. Grüne Inflation zwischen Klimaschutz und Preisniveaustabilität. Bei jedem vierten Unternehmen geht es um die Existenz. Mittlerweile drohen die Energiepreise die deutsche Wirtschaft zu erdrücken. Jedes vierte Unternehmen in Deutschland sieht die Krise als Existenzbedrohung. Im Januar waren die Erzeugerpreise für gewerbliche Produkte um 25% höher als im Vorjahresmonat. Es ist der höchste Anstieg seit Beginn der Datenerhebung 1949, teilte das Statistische Bundesamt mit. Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der EZB, bestätigt unsere Vermutung. Die Energiewende bringt messbare Risiken für unsere Basisprojektion der mittelfristigen Inflation. Ein schöner Ausdruck für, wir haben uns völlig verkalkuliert. In Deutschland wurde Anfang 2021 eine CO2-Steuer für Benzin, Diesel und Heizöl eingeführt. Diese lag zunächst bei 25 Euro pro Tonne CO2 und steigt bis auf 2025 bis auf 55 Euro pro Tonne an. Rudolf Hickel, Leiter des gewerkschaftsnahen Instituts Arbeit und Wirtschaft an der Uni Bremen, ist sich sicher, der Inflationseffekt ist vorprogrammiert. Schön, dass die Sozen und andere das auch schon merken, die AfD und andere verantwortungsvolle Politiker haben dies bereits wesentlich früher prognostiziert. Erinnert sei nur an einen Beitrag im Deutschlandkurier vom 24.01., in dem ich auf die Problematik aufmerksam machte, mehr als 5% Inflation prognostizierte und von vielen dafür, natürlich auch von den Linken, belächelt worden bin. Ich glaube, das Lachen und das Lächeln bleibt gerade einigen im Halse stecken. Der Inflationseffekt, wie gesagt, ist vorprogrammiert. Hickel schätzt, dass die Klimapolitik letztes Jahr insgesamt 1,1 Prozentpunkte zur Inflationsrate in Deutschland beigetragen habe. So viel aus offensichtlich berufenem Munde.
Der Wind dreht sich. Seit Wochen strapazieren sie unsere Nerven. Doch der Wind für Klimaradikale scheint sich tatsächlich gedreht zu haben. Die geplanten Störungen des Flugraums sind allesamt gescheitert. Eine Aktion mit der Gruppe Die letzte Generation, den Luftraum an Flughäfen in Berlin, München und Frankfurt am Main zu stören und beeinträchtigen, so hat die Polizei vergangenes Wochenende im Keim erstickt und frühzeitig den versuchten Gesetzesbruch unterbunden. Einige Radikale kamen sogar in Gewahrsam. Überraschend war, dass sich sogar öffentlich-rechtliche Medien im Nachgang von den Klimaradikalen distanzierten. Während Straßenblockaden von der grünen Bundesministerin Steffi Lemke gelobt worden, wird der Ton jetzt zunehmend rauer. Diese gravierenden Rechtsverstöße werden wir nicht länger dulden, hatte Bayerns CSU-Innenminister Herrmann angekündigt und das Ende der Wattebausch-Vorgehensweise eingeleitet. Und bitte, wenn Sie das tun, vergessen Sie nicht die sogenannten Klimaaktivisten, die sich auf der A1 und anderen Autobahnen von Brücken abseilen, für kilometerlange Staus und dann natürlich für keine Emissionen bei den im Stau stehenden Fahrzeugen sorgen. Und auch die, die meinen, einen gefährlichen Eingriff in den Körper, in den Straßenverkehr auszuüben, indem sie sich mit Körperteilen und Kleber, Sekundenkleber, an Asphalt in den Großstädten und damit Einfalls- und Ausfallstraßen blockieren, kleben. Hier werden Rettungsfahrzeuge blockiert und Menschen, die arbeiten wollen, die eure Beiträge zahlen, liebe Wohlfühlgeneration, um Luisa Neubauer und Greta eben behindert. Und ich glaube, auch hier ist nur endgültig Durchgreifen des Staates gefragt. Und diese Straftaten sind rücksichtslos und hart auch zu verfolgen und als solche zu ahnden, nämlich als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, liebe Freunde. Gestatten Sie mir zum Schluss wie immer einen Ausblick. Und der, ich habe es eingangs gesagt, ist sicherlich mehr als getrübt durch das, was sich vor unserer Haustür im Osten abspielt. Dennoch lassen Sie mich hier nochmal auf Wirtschaftsminister Habeck eingehen. Der lässt nämlich aufhorchen. Entnahm ich doch Tichys Einblick, neben dem Ausstieg aus dem Kohleausstieg gäbe es auch hinsichtlich der Kernenergie keine Tabus mehr, meinte Herr Habeck. Hört, hört. Aber wie realistisch ist der Weiterbetrieb der verbliebenen 3 Kernreaktoren? Oder vielleicht sogar die nochmalige Wiederinbetriebnahme der am 31.12. abgestellten 3 Kernreaktoren? Offenbar setzt sich nun auch bei den verbissensten Energiewendern die Erkenntnis durch, dass der gleichzeitige Kernenergie- und Kohleausstieg Deutschland in ein unlösbares Dilemma geführt hat. Können also doch die Kernkraftwerke in Deutschland weiterbetrieben werden? Fakt ist, der Übergangsgastraum entwickelt sich gerade vor den Augen der Ökosozialisten zum Putin-Trauma oder nennen wir es zum Ukraine-Kriegstrauma. Woher soll also unsere zukünftige Energie kommen? Unbelehrbar haben die Gesellschaftsklempner aus Rot-Grün aller Hauptstromparteien wertvolle und gut sauber funktionierende Kernkraftwerke abgewrackt, ohne dass ein Ersatz in Sicht war. Jetzt wird es wirklich spannend, wie die Grünen dieses Umdenken ihrer Windradlobby verkaufen wollen. Auch hier sei die Presse nochmal ins Gebet genommen. Auch ihr wart alle bei dieser grünen Kinderlobby dabei und seid nach Fukushima auf den Zug raus aus der Atomenergie aufgestanden. Auch ihr, liebe Medien, habt euch hier an der Energiesicherheit und günstigen Preisen für alle Menschen in Deutschland, auch die sozial Schwachen, vergangen. Pfui, sage ich da einfach mal. Meine Damen und Herren, bedanke mich jetzt nochmal ganz recht herzlich auch bei meinem Kollegen Martin Vinzenz für den Gastkommentar. Wünsche uns allen eine gute Woche und nochmals sei adressiert, ich wünsche mir, dass Putin wie auch Zelensky dahin gehen, wo sie hingehören, an den Verhandlungstisch und ihre Probleme hoffentlich dort vernünftig für alle Beteiligten lösen. Das ist mein Kommentar und meine Nachrichten. Wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, euer Kai Gottschalk.